Ich grüße euch alle, liebe Freunde. Ich heiße Irina, bin 35 Jahre alt und erzähle die Geschichte meines Lebens, wie die Liebe Gottes sie veränderte. Bin geboren in der Stadt Kiew in einer vollkommenen Familie mit Vater, Mutter und älterem Bruder, aber wir hatten keine familiäre Beziehung. Ich habe keine liebe Worte, weder vom Vater noch von der Mutter gehört. Ich habe mich nie als seine Tochter gefühlt. Ich fing an, die Liebe auf der Straße zu suchen. Mit 11 fing ich an, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Zweifach wurde ich als Teenager sexuell missbraucht. Ich konnte mit niemandem darüber reden, weil ich dachte, es wäre normal. Ich habe mich als Biest gefühlt. Ich dachte, ich habe nicht das Recht, glücklich zu sein. In der Öffentlichkeit, als alle mich anschauten, dachte ich, dass ich so schrecklich aussehe. Ich fand mich hässlich und dumm. Durch schlechtes Verhalten in der Schule wurde ich ein paar Mal aus der Schule verwiesen. Mit 15 fing ich an, Drogen zu nehmen. Mit 16, 17 konnte ich ohne Drogen keinen Tag verbringen. Nach der Schule fing ich an, zwar zu arbeiten, aber mit all dem verdienten Geld kaufte ich Drogen. Ich hatte viele Beziehungen und jede davon hatte schwere Spur hinterlassen. Insgesamt war ich 17 Jahre drogenabhängig. Das ruinierte meine Menschlichkeit. Ich verlor alles. Und obwohl ich geschafft habe, dank meiner Mutter die Uni zu beenden, es war nur ein Diplom. Gott sei Dank wurde ich schwanger und bekam ein Kind. Aber weil ich abhängig von Methadon war, kam mein Kind mit einem Abstinenz-Syndrom zur Welt. Trotz des Nachdenkens, dass ich die Verantwortung für mein Kind trage, stoppte es mich nicht weiter, Drogen zu konsumieren. Ich klaute, um Drogen zu kaufen. In der Zeit war mein Kind mit der Oma daheim. Nichts hat mich gestoppt. Aber einmal hat die Droge nicht mehr gereicht, um all den Schmerz zu stillen, der sich all die Jahre angesammelt hatte. Und ich wollte mir das Leben nehmen. Indem ich vom 12. Stock mich runterstütze und dieses sinnloses Leben beende. In der Nähe war niemand und ich hatte den festen Entschluss. Unbittlich sah ich mich schon herunterfallen. Aber Gott kam und stoppte mich, weil in der Zeit wurde für mich gebetet. Mein Bruder war in der Rehabilitation Fels der Hoffnung und seine Pastoren und Freunde dort wussten, dass die Schwester drogenabhängig ist und beteten für mich. Ich danke allen für die Gebete, weil dort auf dem Balkon stoppte Gott mich, indem er mir zeigte, dass ich ein Kind habe und das ist wertvoll für ihn und für mich. Ich ärgerte mich in dem Moment. Ich schrie, warum kann ich dieses sinnloses Leben nicht beenden? Mein Leben war so ruiniert, dass ich keine Sekunde mehr leben wollte. Und in diesem Moment fand ich den Entschluss, zur Rehabilitation zu fahren. Ich rief meinen Bruder an und sagte, ich gebe auf. Und ich wurde in ein Mutter-Kind-Reha-Zentrum geschickt. Mein Sohn war damals 2 Jahre alt. Wir kamen dort an und Gott schenkte uns so viel Liebe, erfüllte mein Herz mit Liebe und ich wusste nicht, wohin es führt, aber ich wusste, ich kehre nicht mehr um. Die Mitarbeiter im Zentrum haben mich so gut aufgenommen und unterstützt. Es ist nicht nachvollziehbar, so einen Biest wie mich anzunehmen. Und sie sagten immer zu mir, du bist ein Segen für uns. Ich verstand es nicht. Wie kann ich ein Segen sein? Aber so hat Gott seine Liebe erwiesen und hat mich erhoben und aufgerichtet wie eine Frau. Auch meine Beziehung zum Sohn hat er hergestellt. Ich danke Gott dafür, weil ich selber keinen Ausweg hatte. Aber Gott hat kardinal mein Leben verändert. Ich wohne jetzt in der Wohnung, in der ich 17 Jahre drogenabhängig war. Meine Nachbarn sind auch Drogenabhängige. In jetziger Zeit ist es leicht, an Drogen zu kommen. Aber ich brauche es nicht mehr, weil mein Herz mit Liebe Gottes gefüllt ist. Ich möchte heute zu den Leuten gehen und sagen, es gibt einen Gott, er ist real, er befreit, nicht nur von Drogen, er stellt dich als Persönlichkeit wieder her. Ich lebte früher nie mit solcher Freude wie jetzt, weil Gott ist höher als jedes Problem, höher als jede Abhängigkeit. Gott hat mich in erster Linie gerufen. Zur Beziehung mit ihm.
zur Beziehung mit der Umgebung und mit der Familie. Ich bin Gott unendlich dankbar für die Gemeinde Fels der Rettung, weil es jetzt meine Familie ist. Ich bin dankbar dem Pastor Andrei Petrutschenko und seiner Frau Maja für die Unterstützung und die Gebete für das ganze Jahr, wo ich auf der Rehabilitation war. Es war schwere Zeit, ich erinnere mich aber mit Liebe daran. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten, aber das Gebet gab die Kraft, weiterzugehen. Wo ich zurück nach Kiew nach der Rehabilitation kam, war ich sehr verängstigt. Aber die Gemeinde hat mich unterstützt. Pastoren und Freunde aus der Gemeinde, sie wussten, was ich durchgemacht habe, weil sie selber Ähnliches durchgemacht hatten. Wenn nicht sie, hätte ich es selber nicht geschafft. Und deswegen bin ich unendlich dankbar der Gemeinde Fels der Rettung und vor allem Gott, dass er in mein Leben kam. Ich lebe und freue mich, weil ich völlig hergestellt bin, habe wunderbare Arbeit, eine Mutter, einen Bruder, viele Freunde. Wenn ihr keine Freunde habt, ermutige ich euch, dafür zu beten, weil Gott stützt mich auch durch Freunde. Ich danke Gott für die Freunde, zu denen ich all meine Gedanken äußern kann. Ich bitte sie um Hilfe, ich bitte sie für mich zu beten oder einfach sich mit mir zu freuen. Beziehungen hat Gott geschaffen. Er will mit dir Beziehung haben. Jeden Tag seine Liebe in Kleinigkeiten dir zu zeigen. Er will dich lieben, um dich sorgen. Und das ist ein großer Segen, ein Werkzeug Gottes zu sein. Von ihm ist die Liebe zu schöpfen und den anderen weiterzugeben. Es ist eine große Freude, wie durch dich Menschen gerettet werden. Du bist wie der Baustein, der neues Leben aufbaut. Ich ermutige dich heute, wenn du Schwierigkeiten hast, Probleme, wenn du keinen Ausweg siehst. Am Ende der Aufnahme siehst du die Telefonnummer. Melde dich, wir werden versuchen, dir zu helfen. Gott ist stark, er ist mächtig, dich zu befreien von jeder Abhängigkeit. Auch die Bibel berichtet uns davon in Matthäus 11, 28. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten trägt. Ich will euch Ruhe geben. Gott ist stark und mächtig. Komm zu ihm, nimm ihn an der Hand und lasse ihn nie los. Er führt dich durch jede Schwierigkeiten. Gottes Segen euch, meine Lieben, Gottes Liebe in eure Herzen und dass Gott alles ist in eurem Leben. Das ist das größte Glück.